Auch 1938, Fritz Scheppern im Aufgebot für die WM in Frankreich. Erstes Spiel, Deutschland gegen die Schweiz. Premier match de la Coupe du Monde oppose au Parc des Princes l'Allemagne et la Suisse. L'Allemagne est favorite, mais la Suisse, qui avait déjà montré ses vertus morales aux Jeux Olympiques de 1924, compte de nombreux partisans. Voici l'équipe suisse. Elle comprend dans ses rangs des joueurs connus tels que Abeglen et Minelli. L'équipe d'Allemagne est formée pour la première fois de joueurs allemands et autrichiens. L'un des grands intérêts de ce match est de savoir comment s'opérera la fusion entre les représentants de deux styles opposés. Les speakers allemands assurent pour l'Allemagne la radiodiffusion du match. Les joueurs remplaçants de l'équipe d'Allemagne vont de la tribune encourager leurs camarades. L'arbitre belge Langemus tire le choix des temps. Soweit Originalton und Kommentar des französischen Weltmeisterschaftsfilms von 1938. Erst wenige Stunden vor dem Spiel gegen die Schweiz hatte Sepp Herberger die Spekulationen um die Aufstellung beendet. Fünf Österreicher und sechs Spieler aus dem sogenannten Altreich bildeten eine großdeutsche Mannschaft, die in dieser Formation vorher nie zusammengespielt hatte. Weder in Lehrgängen noch in Testspielen gegen englische Profis wurde jene Elf gefunden, die man als ideale Mischung zwischen österreichischen und deutschen Spielern hätte bezeichnen können. So war denn auch diese Besetzung letztlich ein Experiment. Dennoch spielte die Mannschaft zunächst besser, als es die Pessimisten erwartet hatten. Und in der 29. Minute erzielte der Koblenzer Gauchel die verdiente Führung für die deutsche Elf. Die Vorarbeit hatte der Wiener Linksaußen Pesser geleistet, der später nach verschiedenen Duellen mit dem Schweizer Minelli des Feldes verwiesen wurde. Trotz deutscher Feldüberlegenheit sahen die 40.000 im Pariser Prinzenparkstadion noch vor der Pause den Ausgleich durch Trello Abeglen. Es blieb beim 1:1 auch nach Verlängerung. Damit wurde eine Wiederholung notwendig. Dieser französische Zeitungstext entsprach in etwa dem Tenor der deutschen Pressestimmen. Fünf Österreicher und sechs Deutsche waren keine Mannschaft. Das deutsche Aufgebot, das zwischenzeitlich wieder nach Aachen gereist war, kehrte erst einen Tag vor dem zweiten Spiel nach Paris zurück. Die Schweizer konnten sich am Spielort vorbereiten und ließen ihre Mannschaft unverändert spielen. Wieder war das Interesse an dieser Begegnung riesengroß. Herberger hatte diesmal sechs neue Spieler benannt. Es blieb jedoch dabei, dass die sogenannte großdeutsche Mannschaft wie fünf Tage zuvor aus fünf Österreichern und sechs Deutschen bestand. Ohne den vom Platz gestellten Pesser, ohne Kitzinger, Schmaus, Gelesch, Mock und Gauchel erzielte Deutschland erneut das erste Tor. Scheppern, einer der Alten, neu in der Elf, hatte den Angriff eingeleitet, den Hahnemann erfolgreich abschloss. Beim 0:2 hatten die Schweizer Pech. Ein Schuss des Wieners Neumer sprang einem Abwehrspieler vom Pfosten unglücklich ans Knie. 2:0 nach 20 Minuten, der deutsche Sieg schien sicher. Doch die Schweizer, die zeitweise sogar mit nur 10 Spielern auskommen mussten, steckten nicht auf und wieder war es Trello Abeglen, dem der Anschlusstreffer gelang. Nach der Pause spielte nur noch die Schweiz und innerhalb von 15 Minuten machten Trello Abeglen und Bickel aus dem 1:2 ein 4:2. Abeglen, toujours lui, marque un troisième but. Les Suisses triomphent. Et marque par Bickel un quatrième but et enlève ce match, l'Allemagne disparaît de la compétition. Das Team aus Deutschen und Österreichern war bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Sepp Herberger mit Erklärungen. Es gab für jeden Einsichtigen, einigermaßen Sachkundigen, gar keine Frage darüber, dass jede der beiden Mannschaften besser abgeschnitten hätte, als die zusammen fusionierte. Es war aber von oben her gewünscht, und alle haben auch damals so gedacht, dass wir auch nach außen hin zeigen müssen, dass wir schon politisch zusammengeschlossen sind. In diesem Viertelfinalspiel standen sich zwei überragende Spielerpersönlichkeiten des Turniers gegenüber. Der Brasilianer Leonidas und der tschechoslowakische Torhüter Planička. In einer Begegnung übrigens, in der es Fouls und Unsportlichkeiten gab
wo man eigentlich großartigen Fußball erwartet hätte. Leonidas, den sie den schwarzen Diamant nannten, brachte die in weißen Hemden spielenden Brasilianer in Führung. Er war es auch, der hier Planitschka, den überragenden Torwart aus Prag, so heftig attackierte, dass dieser den Arm brach, aber dennoch weiterspielte. Nachdem die Brasilianer einen Spieler durch Platzverweis verloren hatten, gelang der Tschechoslowakei der Ausgleich. Das fällige Wiederholungsspiel entschieden die Südamerikaner mit 2:1 für sich. Die Mannschaft Brasiliens mit dem erfolgreichsten Torschützen des 38er-Turniers. Ich werde Max Schmeling in 2 Runden schlagen. Ein Zitat des Boxers Joe Louis, das in jenen Tagen ebenso für Aufsehen sorgte wie die Frage nach dem Sieger im WM-Finale. Italien oder Ungarn? Die Ungarn hatten Schweden mit 5:1 besiegt. Italien hatte Brasilien ausgeschaltet. Und bei beiden Teams herrschte großer Optimismus. Colombe in einem Vorort von Paris war ausverkauft. Wie schon 1934 erlebten die Zuschauer ein europäisches Finale. FIFA-Präsident Jules Rimet und der später nach ihm benannte Pokal. Frankreichs Staatspräsident Albert Lebrun begrüßte alle Spieler persönlich. Bald wurden die unterschiedlichen Spielsysteme deutlich. Die Ungarn wirkten eleganter, ihre Technik fasziniert. Die Italiener dagegen spielten zielstrebiger und zeigten mehr Einsatz. Schon in der Anfangsphase gelang ihnen das 1:0 durch Lenz aus dem Colossi. Doch die Ungarn, die seit 1925 kein Spiel mehr gegen Italien gewonnen hatten, glichen schon im Gegenzug aus. 1:1 durch Titkosch. Vittorio Pozzo, der schon beim Gewinn der Weltmeisterschaft 1934 und beim Olympiasieg 1936 für die italienische Mannschaft verantwortlich war, hatte eine neue, junge Elf aufgebaut. Nur 2 Spieler, nämlich Meazza und Ferrari, standen ihm von damals noch zur Verfügung. Die erneute Führung für Italien entsprang einer Kombination, wie man sie nur selten sah. Sie endete bei Piola. 2:1. Piola, der beste Italiener, bereitete auch das 3. Tor vor. Erneut war linksaußen Colaussi erfolgreich. So eilig hatten es die Zeitungen auch damals schon. Um 17 Uhr hatte das Finale begonnen. Die Berliner Montagspost wollte wenigstens das Halbzeitresultat veröffentlichen. Spezi Schaffer, der ungarische Betreuer, hatte seiner Elf in der Pause bedingungslose Offensive empfohlen. Doch die Italiener blieben gefährlich. Ungarn, das die Sympathien der 60.000 genoss, vielleicht weil Italien Frankreich in der Zwischenrunde ausgeschaltet hatte, schaffte in der 70. Minute den Anschluss. Nur noch 2:3 durch ein Tor von Jarosi. Vittorio Pozzo musste nun noch einmal um seine Mannschaft bangen. Dann erlöste ihn Piola 8 Minuten vor dem Abpfiff mit seinem 2. Treffer. Endstand 4:2. Auch für die FIFA war diese 3. Weltmeisterschaft ein Erfolg. Fast 7 Millionen Franc Gesamteinnahme bewiesen nachdrücklich die zunehmende wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Bedeutung des Fußballs. Der französische Staatspräsident Lebrun überreichte Meazza den Pokal. Meazza erwiderte die Ehrung pflichtgemäß mit dem Faschistengruß. Die Italiener blieben die Nummer 1 im Weltfußball. Der Pokal war ihnen für weitere 4 Jahre sicher, doch es wurden 12 lange Jahre. Eine Zeit, in der es ganz andere Probleme gab, als eine Fußball-Weltmeisterschaft zu organisieren.